So, da sind wir heute wieder mal zu einer Filmbesprechung. Ich bin der Matze. Ich bin Sepp. Ja, wir machen eine neue Folge Leinwand und Weltenbrand. Und zwar sind wir sozusagen tagesaktuell unterwegs, denn wir waren für euch im Kino im neuen, ja, wir können es gleich beim Namen nennen, Antifa-Propagandastreifen und morgen die ganze Welt. Genau, kurz vor dem Lockdown sind wir noch schnell ins Kino gegangen und haben uns den Film mal angeguckt. Also, da komme ich mal ein bisschen zur Handlung von dem Film. Also, wir haben hier die Luisa aus gutem Hause, die, glaube ich, durchs Studium, in Mannheim übrigens, studiert die junge Dame, dann zur ortsansässigen Antifa findet. Und ich glaube, so, da gibt es dann so eine Veranstaltung am Anfang, die auf dem Paradeplatz ist, wo eine Organisation, die sehr nach der AfD wirkt, ist mir zumindest so Wie kommst du denn jetzt rübergekommen. Ja, so die darauf? Ja? Farbwahl und so. Also wenn ich die AfD wäre, ich würde die verklagen wegen Verletzung des Markenrechts. Ja. Also es war jetzt nicht gerade sehr subtil, die Anspielung. So sieht's aus. Und da kommt das Mädel halt im Endeffekt durch einen Zufall mit den wirklichen Antifas in Kontakt. Und später kommt sie dann auch so in so ein besetztes Haus. Das spielt auch im Mannheimer Jungbusch. Da gab es früher wirklich mal von Linken kurzzeitig ein besetztes Haus. Und ja, und dann ja, so werden da halt diverse Pläne geschmiedet und so. Nach und nach lernt sie halt eigentlich so die richtigen Hardcore-Antifas kennen, die dann auch, sage ich mal, proaktiv gegen Nationale vorgehen und ja, halt wirklich auch mit Gewalt dann gegen die nationalen Strukturen vorgehen. Genau, da gibt es dann einige Szenen, auf die eine oder andere werden wir noch ein bisschen näher eingehen. Ja, generell, dieser Film ist ja stark gelobt worden, ist die deutsche Ach Oscar-Nominierung so, ja, übrigens. wirklich. Oh, Ja, krass. wobei, also ein Oscar, naja gut. Anderes Thema, wurde umfangreich mit öffentlichen Geldern gefördert, ist ja klar, ne? Bei dem Thema gegen rechts ist ja aktuell immer Da gut. kann man gut Und da, abstauben. ja, ey, da ist richtig Kohle geflossen. Ja? Also das geht in die mehreren Hunderttausend. Und dafür, naja, ist das, was am Ende rausgekommen ist, schon sehr dünn. Inhaltlich sowieso, aber auch so ein bisschen von der Umsetzung. filmischen Umsetzung. Ja, also wir haben halt wirklich übelste Klischees. Ne? Das mit der AfD haben wir ja schon angesprochen, aber auch. Es kommt ein Rechtsterrorist vor mit dem Namen Manfred Röhler. Haha. Wer Ja, mag das wohl wer sein? könnte damit wohl gemeint sein? Wir haben eine Szene, da wird ein Code geknackt und dreimal darfst du raten, Ich habe eigentlich auf welche. 1488 Ja. getippt, aber es war nicht ganz 1488. Nicht Was? ganz, aber es war noch Ja. einfacher gestrickter. Und das zieht sich eigentlich so durch den ganzen Streifen durch. Also jede Menge Anspielungen, die aber einfach nur grottenschlecht sind. Dann gibt es so dieses eine Lied von früher, also den Text möchte ich hier gar nicht zitieren. Das hat es wirklich mal gegeben, aber das ist natürlich hier, man hat sich überall mal ein bisschen was genommen und hat es dann zu einer großen Suppe eigentlich Zusammengerührt. zusammengerührt. Und ist natürlich auch klar, also angeblich heißt es ja, dieser Film beleuchtet auch so das eigene Milieu ein bisschen kritisch, setzt sich auch mit der Gewalt auseinander. Und das ist ja nun im Endergebnis überhaupt nicht. Das Ding ist gewaltverherrlichend von Anfang bis Ende. Das Einzige, was gezeigt wird, ist, dass die Antifa Gewalt ausübt. Das wird, sage ich mal, dargestellt. Also sie werden nicht als Friedenstauben da sterilisiert. Aber es wird sich wirklich nicht mit der Gewalt kritisch auseinandergesetzt. Und ich meine, da gibt es auch zum Beispiel ein Interview mit der Regisseurin, also der Julia von Heinz, bei Blick nach rechts. Und da war ich ganz erstaunt, was die gute Dame sagt. Also da auf die Gewaltfrage angesprochen, hat die da wirklich geantwortet: Linke Gewalt richtet sich ja häufig gegen Gegenstände. Wenn sie sich gegen Menschen richtet, dann gegen die, die sich aus freien Stücken für eine unmenschliche Ideologie entschieden haben. Und Nazis würden ja nur Gewalt gegen Menschen ausüben. Gut, ist ja völliger Blödsinn. Wir müssen ja nur mal an die RAF denken. Und da sind ja keineswegs nur Bonzen umgelegt worden, sondern die haben ja auch die Fahrer zum Beispiel erschossen bei ihren Die damit ja Anschlägen. gar nichts zu tun hatten in dem Sinne. Ja, also, oder auch zuletzt gab es ja einen Überfall auf einen nationalen Gewerkschafter in Stuttgart, war das, Ja, glaube ich. genau. Ja, dem hat man da eine Gaspistole an den Kopf gesetzt und
mehr oder weniger, also das ist versuchter Mord. Also das ist ja so diese typische, linke Erzählung, man selber sei ja irgendwie der Gute und wird da eben auch irgendwelche Regeln für die eigene Gewaltanwendung aufstellen. Aber wenn man mal guckt hier bei YouTube, G20-Gipfel in Hamburg, wenn es da gegen die Polizei geht, also das ist ja völliger Blödsinn. Das ist ein Narrativ. Ja, ja. Mit äußerster Brutalität wird da gegen die Polizisten vorgegangen. Und das ist dort eben auch umgesetzt und zwar ziemlich schlecht. Also es gibt da eine Szene, wo dann auch die Hardcore-Antifas dann gewalttätig werden und Nationale angreifen. Und da ist natürlich so, vorher haben natürlich hier die Teilnehmer der Pegida-Kundgebung, nenne ich es jetzt mal, da den vietnamesischen Imbissbetreiber verprügelt. Vor den Augen der Polizei, die dann nicht weiß, was er machen soll. Ja, und dann muss man ja sozusagen dann auch tätig werden. Wir haben hier natürlich den Rechtsterroristen, der Sprengstoff von der Polizei erhält. Und das nimmt man dann auch zum Anlass, um da eben tätig zu werden. Und so zieht sich das wie so ein roter Faden durch den ganzen Film. Die Antifa übt zwar Gewalt aus, aber es ist immer nur die Reaktion auf viel schlimmere Gewalt von den anderen. Aber Sepp, eine Person fand ich in dem Film interessant. Und zwar, das war der Dietmar, der, nennen wir es mal, altgediente Antifa-Aktivist, der jetzt in die Jahre gekommen ist, auch im Gefängnis gesessen hat. Und der hat sich und sein Umfeld doch in dem Film irgendwo kritisch hinterfragt und hat auch hinterfragt, für was für Ziele kämpfen wir denn eigentlich und so weiter. Also diese Person fand ich wirklich interessant. Und die war mal ein klein bisschen kritisch insgesamt auf die ganze Antifa-Szene. Ja, das ist eigentlich so der einzige Moment, wo man sich auch mal kritisch mit dem eigenen Weltbild auseinandersetzt. Ich weiß gar nicht, ob das so beabsichtigt war oder manchmal auch nur unfreiwillig komisch ist. Also es sind ja dann einige Antifa-Leute bei ihm mehr oder weniger zu Gast, nisten sich da ein, meckern ständig an allem und jedem rum, dass es da so unordentlich ist und nichts Gescheites zu essen gibt, aber vielleicht mal auf die Idee zu kommen, dass man selber da auch mal aufräumen kann, wo man zu Gast ist, kommt natürlich. Oder man selber kochen könnte oder so. Ja. Ja, aber der war ein bisschen selbstkritisch und hat halt auch gesagt, dass viele seiner ehemaligen Genossen quasi jetzt schön im Bürgertum angekommen sind, er im Knast gelandet ist und im Endeffekt für seine Ideale gesessen hat und die anderen haben ihn irgendwo fallen lassen. Also das war gut. Was auch nicht so schlecht war, fand ich, dass generell der Drogenkonsum von den tollen Linksextremisten dargestellt wurde und so ein bisschen auch der innere Zwist zwischen Hippies, so nennen die sich ja, die, sage ich mal, eher so dieses Hausprojekt machen und den echten Antifas. Das ist da halt auch nicht immer so, dass man da so nicht immer einer Meinung ist und da so ein bisschen auch, sage ich mal, Zwistigkeiten sind. Das fand ich noch ganz interessant. Ja, wobei realistisch ist es eigentlich zu keiner Minute. Also das alles, das besetzte Haus ist so ein bisschen so die Wohlfühlkommune. Ja, natürlich. Alle haben sich lieb und natürlich auch die Szene mit dem Drogenkonsum, die du meinst, das ist natürlich auch so ein bisschen so die platte Love Story, die da mit reinspielt. Ja. Ne? Der gut aussehende, charismatische Kickbox-Antifa-Aktivist und der dunkelhaarig. Unter Einfluss von Drogen leider für die falsche Frau entscheidet in dem Moment. Aber insgesamt, der Film, wie würdest du ihn bewerten bei unserer Skala von 0 bis 10? Also ich gebe ihm 3,5 Sterne und ich will ja kurz sagen, warum. Also der Film ist ein Propagandafilm, ein linksextremer Propagandafilm. Das allein wäre aber noch gar nicht mal das Schlimmste. Das Schlimmste eigentlich ist, dass er halt einfach schlecht gemacht ist und trotz der Fördermittel eben einfach so billig rüberkommt. So typisch wie der deutsche Film von Til Schweiger, Matthias Schweighöfer halt einfach ist. Jede Menge Emo-Gelaber und wenig gute Szenen. Also das merkt man auch schon. Es gibt ein, zwei, ich sage jetzt mal Action-Szenen, ein Überfall eben auf sogenannte Nazis oder eben dann auch eine Szene, wenn die Polizei zum besetzten Haus andrückt. Überlegt mal, was man daraus hätte machen können. Ja?
Ein Trupp Antifa, zum Beispiel unter Unterführung, trifft auf 20 krasse Kampfsport-Nazi-Hooligans und dann knallt das da mal so richtig. Oder wenn die Polizei zum besetzten Haus kommt, ne? Wir haben es schon angesprochen, man denke mal an die Szenen in Leipzig. Schöne Straßenschlacht hätte man das sagen können. Wenn man da mal ein bisschen investiert hätte, aber was bekommt man? Ein paar verwackelte Szenen in der Dunkelheit, die 10 immer gleichen Statisten, die man geschickt ein bisschen zusammenschneidet. Also das hätte man 1000-mal besser machen können. Wenn die Amis einen Propagandafilm machen, zum Beispiel über ihre Kriegseinsätze irgendwo. Dann sind die aufwendig gemacht. Ja, man weiß von vornherein, jetzt gibt's Propaganda, die beweihräuchern sich wieder selber. Sie sind die coolsten und sowieso die besten. Hier American Sniper, Soldat James Ryan, was auch immer. Mel Gibson, der Patriot. Du weißt ganz genau, du bekommst Propaganda, aber du bekommst wenigstens gut gemachte Propaganda. Und das hier ist Propaganda und die ist noch schlecht gemacht. Und das ist eigentlich das, was mich am meisten stört. Und deswegen gibt es auch nur eine ganz schlechte Bewertung. Deswegen. Ja, also ich muss auch sagen, also mich hat der Film wirklich in keinster Weise überzeugt. Ich würde ihm jetzt eine 4 geben, weil einfach der einzigste Charakter, der in dem Film irgendwie so ein bisschen was gebracht hat, der irgendwie auch ein bisschen tiefgründiger war für mich der Dittmar, muss ich ganz einfach sagen. Und der Rest war einfach nur platt und ja, es war auch einfach teilweise langweilig, muss man ehrlich sagen. An manchen Stellen war der Film langweilig. Es wäre vielleicht auch mal interessant gewesen, sich mal in das Seelenleben seiner Gegner reinzuversetzen. Ja, vielleicht, was treibt den, in Anführungszeichen, Nazi an, der ja gereicht hat von der AfD bis hin zum Rechtsterroristen. Ja, aber das wurde überhaupt nicht berücksichtigt. Null. Also da wurde in keinster Weise wurde auf die Leute und der ihre Denkweise eingegangen. Dass die vielleicht auch Gründe haben. Ja, nee. Also insgesamt schwache Vorstellung. Es ist die Oscar-Nominierung der Bundesrepublik für die nächste Oscar-Wahl. Ja, das passt. Das passt, muss ich auch sagen. In jeder Hinsicht. Also es ist wie ein, was weiß ich, bei der Bundeswehr ein Oberst, der früher mal ein Mann war und jetzt eine Frau ist und auf irgendeinem Einhorn da durch die Gegend reitet. So ist das für mich. Vielleicht wird das ja der nächste Film. Ja, Geld ausgeben dafür auf gar keinen Fall. Also die Kinos haben jetzt, glaube ich, eh wieder zu wegen Corona. Müsst ihr auch nicht ins Kino gehen. Es reicht, dass wir das gemacht haben. Ja, nochmal ein paar Eckdaten zum Film. Also der Originaltitel Und morgen die ganze Welt ist eine deutsch-französische Produktion, dieses Jahr produziert. 111 Minuten geht das tolle Machwerk, ist ab 12 Jahren freigegeben und Regie hat die Julia von Heinz gemacht. Sie war auch maßgeblich am Drehbuch beteiligt und ja. Von und zu, auf und davon. Eine Sache habe ich noch. Und morgen die ganze Welt. An was erinnert dich das? Ja, an ein Lied. Ja, an ein Lied. An das Lied Es zittern die morschen Knochen. Aber der Clou an der Sache ist, es heißt ja immer, das wäre so das Beispiel für den Größenwahn der Nazis. Heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt. Ja, es heißt nämlich gar nicht, heute gehört uns Deutschland. Sondern nur, heute hört uns Deutschland. Genau, also nichts mit Nazi-Weltherrschaft, sogar beim Titel haben sie versagt. Ja, naja, aber haben die Macher versagt, ja? Das sind wir ja gewohnt und also wenn ihr den Film mal irgendwo kostenlos in die Hände kriegt, könnt ihr ihn euch angucken, aber gibt kein Geld dafür aus.